Wir haben in der Familie keine anderen Nationen außer Deutsche. Die sind deutsch geboren alle. Deswegen kann man sagen, die Wurzel von feinen bis dicke Wurzeln sind alle deutsch. Ja. Wie war das dann für Sie? Sie sind ja dann 1955 umgezogen nach Altai. Und als Sie aufwuchsen, hatten Sie Schwierigkeiten aufgrund der deutschen Herkunft? Aufgrund der deutschen Herkunft merken die Kinder erst einmal nichts, aber wir sind ja quasi wie Nachkriegsgeneration. Und da kamen auch die russischen Soldaten wieder zurück, erzählten viel. Und wir waren in der Richtung die Sündenbocke und wir haben da vieles mitgekriegt, in jedem Fall auch von der ersten Klasse. War ich Faschist und wenn da jetzt Spiele waren, die waren meistens Kriegsspiele, da gehörten wir immer zu denjenigen, die den Krieg verlieren. Und da habe ich da schon was mitgekriegt. Und in der Klasse war auch so, dass ich mit 7 Jahren in die Schule eingeschult war. Und meine Sprache war nicht Russisch. Ich bin aufgezogen mit der deutschen Sprache. Musste ich die erste Klasse nochmal wiederholen. Und das war auch ein Problem, wo die Pädagogen selbst eigentlich nicht so toll reagiert haben und immer mich ausgelacht haben, wie ich da ausspreche. Ja, das war nicht die beste Sache, dass da jetzt, obwohl mit den Kindern kam ich ganz gut zurecht. Später danach natürlich. Die erste Klasse war für mich eine Wiederholungsklasse und danach ging es gut, alles auch auf Russisch. Das heißt, selbst die Lehrer waren Ihnen gegenüber negativ eingestellt? Nicht alle, aber manche Lehrer waren wirklich nicht so toll eingestellt. Die Lehrerin für russische Sprache und Literatur, die war irgendwie so aggressiv gegen mich. Ich lese auch jetzt irgendwie, ich denke, dass es bleibende Schäden sind, nicht so gerne, weil die Lust zu lesen und auch erzählen wurde von der Lehrerin auch bei mir genommen, ja. Wie hat sie denn reagiert, wenn sie etwas falsch ausgesprochen haben, wie zuvor erwähnt? Ja, meistens ausgelacht. Und das ist ja das Schlimmste bei den Kindern, wenn man den auslacht und da immer wieder unterstrichen, dass da jetzt die Herkunft nicht russisch ist, hat sie schon was beigetragen, das bei mir eigentlich in der Gedächtnis geblieben ist. Das heißt, bei den Kindern waren sie auch als der Faschist, Sie sagen, bei den Spielen oder die Verlierer des Krieges, von den Lehrern oder von einigen Lehrern hatten Sie auch Probleme. Wie sind Sie damit zurechtgekommen? Haben Sie mit Ihren Eltern auch darüber gesprochen? Ich kann mich erinnern, so ein Fall war da. Wir waren immer ständig mit den deutschen Kindern zusammen und auf einmal ich war, glaube ich, 10 Jahre alt ungefähr in der Art. Und die Kinder von der Nebenstraße haben uns geärgert und immer wieder, nehmen Sie Faschisten, von weitem geschrien. Und dann habe ich einen Stein genommen und in die Richtung geschmissen, nicht gezielt, aber leider auch ein Mädchen an Bein getroffen. Und dann kam der Vater von dem Mädchen und hat natürlich fürchterlich geschimpft und den Eltern haben wir natürlich nichts gesagt. Auf einmal kam auch mein Vater von der Arbeit, hat das alles mitgekriegt. Und zu meiner Wunder sagte auf einmal: Weißt du was, wenn da irgendwas noch sowas kommt, da kommst du, rufst du mich und ich komme und helfe dir. Der hat mich unterstützt. Das erste Mal, dass ich da jetzt mich ein bisschen auch so verteidigt habe. Natürlich wäre es mit dem Stein nicht unbedingt notwendig. Da könnte man das ignorieren. Aber
Bei den Kindern kann man das nicht so kontrollieren. Und das war der Fall, wo ich gemerkt habe, bei bestimmten Fällen wird er mich unterstützen. Und natürlich, wenn man was Krummes gemacht hat, dann war natürlich nicht die Unterstützung da. Die Eltern haben uns in der Richtung immer unterstützt.